Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade auf Bushcraft-Tour im Wald unterwegs. Heute möchte ich ein bisschen mit euch kochen und natürlich auch wieder schnacken, die Natur genießen. Kuh tötet Frau. Ein kleiner Fall macht gerade in den Foren die Runde. Wir werden darüber diskutieren. Viel Spaß dabei. Schön, dass du wieder auf Tour mit dabei bist. Ich habe mir ein kleines Lager aufgeschlagen. Das heißt, ich habe wie fast immer auf meiner Bushcraft-Tour meine Hängematte dabei. Hab sie hier gespannt. Da hinten ist übrigens ein kleiner Platz. Der wird in ein paar Wochen wichtig werden, ja. Bleibt auf jeden Fall interessiert. Sam turnt wieder da hinten irgendwo rum. Und ich mache mir jetzt als allererstes was Kleines zu essen. Ich habe mir ein paar Nudeln mitgebracht, also wirklich nichts Besonderes. Aber ich brauche unbedingt was zu essen, bevor wir noch ein paar Spaziergänge machen und ein bisschen zusammen schnacken. Heute übrigens besonders dekadent in der Hängematte, denn ich habe mir ein dickes Kissen mitgebracht, ja. Kann man richtig schön drin schlafen. Natürlich ist auch ein bisschen Geheimzutat mit dabei und was ich sonst noch so alles brauche, um mich hier draußen einfach, ja, ich würde nicht sagen wohlzufühlen, weil ich fühle mich ja immer wohl, selbst wenn ich eigentlich praktisch nichts dabei habe. Aber wenn man so kleine Beschäftigung hat, dass man damit schnitzen kann etc., das ist dann schon nochmal doppelt angenehm. Ich habe mir heute einfach nur ein paar fertig Instant-Nudeln, ja, China-Nudeln sozusagen, mitgenommen. Was ganz Einfaches. Aber demnächst wollte ich dann auch mal wieder richtig kochen. Aber einfach so zwischendurch. Na komm her. Na, knusper, knusper. Hund, du bist voll im Bild. Geh mal weg. Los. Wo wischt man ein dreckiges Messer ab? Genau. Das wärmt sich jetzt langsam auf. Dann kann ich es gleich essen. Und wir gönnen uns jetzt erstmal was, ja? Prost. Wunderbar. Selbstgemacht schmeckt doch irgendwie immer noch am besten, vor allen Dingen, weil man weiß, dass man deutlich weniger bezahlt hat eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und ja, dass man wirklich das richtig selber gemacht hat, das hat was Uriges. Eine Sache wollte ich euch noch kurz sagen, die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen, aber ich wollte noch mal einen kleinen Hinweis geben. Im Moment gibt es übrigens wieder die berühmte Lidl-Klappsäge zu kaufen. Und da gibt es auch gleich mal ein bisschen Eigenwerbung von mir. Ich glaube, ich habe vor 2 Jahren ein Video gemacht, wo ich mehrere Klappsägen bzw. auch eine Säge vom Victorinox-Messer alle wirklich in einem Schnitttest, wie lange das gedauert hat, an einem Baumstamm, also auch an derselben Holzart vom selben Baum, getestet habe. Das Video verlinke ich dir unten mal. Schaust dir gerne mal an, wenn du genau wissen willst, wie die ganzen Daten sind, wie gut es im Verhältnis ist. Oder ich sag's dir jetzt einfach, die Lidl-Klappsäge ist besser natürlich als eine Victorinox-Säge, die so dran ist, selbst von meinem geliebten Rangerwood. Das ist einfach so, kommt aber natürlich nicht an die Qualität von einer Tajima-Gomboy heran. Das ist einfach so, funktioniert aber für 3 Euro trotzdem fantastisch. Kann man überhaupt nichts gegen sagen. Für Bushcraft-Anfänger einfach super geeignet, kann man immer gerne nehmen. Dieses Jahr ist sie übrigens nicht mehr gelb, sie war sonst eigentlich immer fast komplett gelb mit ein bisschen Grauanteil. Jetzt ist es eine komplett graue Säge, ich hatte sie in der Hand, sie ist aber trotzdem so ziemlich das gleiche wie vorher. So, dann schauen wir doch mal. Eieieiei. Das ist aber ordentlich heiß und ordentlich schon am Brutzeln. Jawohl. Super. Endlich was zu beißen. 2 schöne Portionen. Jetzt bin ich auf jeden Fall satt, aber auch echt träge. Ich lege mich erstmal eine Runde in die Hängematte, chill einfach ein bisschen, genieße die Musik, wollte ich schon sagen, die Natur. Trink dazu ein bisschen Geheimzutat und dann schnacken wir gleich noch mal eine Runde über die Frau und was da eigentlich passiert ist bei dem Gerichtsfall und was das für Wanderer, wie ich ja auch einer bin, eigentlich in Zukunft bedeutet.
auf der Alm ist eine Frau von einer Kuh totgetreten worden. Das Ganze ist schon 2014 passiert und jetzt gab es vom Zivilgericht einen Richterspruch dazu. Und zwar ist der Bauer dazu verurteilt werden, eine einmalige, ich glaube sechsstellige, im unteren sechsstelligen Bereich, monetäre Leistung an die beiden Hinterbliebenen, also den Mann der Frau und den Sohn, zu zahlen, sowie eine Hinterbliebenenrente zu zahlen an den Mann von etwas über 1000 Euro und an den Sohn von ungefähr 350 Euro im Monat. Der Fall macht deshalb so den Rundgang, weil es zwar schon öfter mal vorgekommen ist, also öfter. Es kommt ab und zu mal vor, dass Kühe ja außer Rand und Band geraten, weil sie entweder provoziert werden oder selber gerade in der Kälbchenzeit sind, das heißt sehr aggressiv reagieren und dann mal Wanderer tottrampeln. Das ist zum Beispiel auch schon mal im Rentner zwei Frauen passiert, die über 70 Jahre alt waren, da ist auch letztens jemand totgetrampelt worden. Das passiert also, weil diese Kühe natürlich da frei rumlaufen sind und sich, wie gesagt, in der Kälbchenzeit ja sehr aggressiv verhalten können, weil sie ein Territorialverhalten haben und das beschützen wollen, ihr Kälbchen sozusagen. Der vorliegende Fall ist so brisant, weil die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt, also fallen gelassen gegen den Bauern, der da involviert war, dessen Kuh das war, hat dann aber beim Zivilgericht, hat dann das erste Mal jetzt wirklich entschieden, dass der Bauer ja eine gewisse Schuld trägt für dieses ganze Unglück. Gehen wir dazu doch einfach mal durch, was so die Faktenlage überhaupt ist. Wir sind in einem Gebiet auf der Alm, wo es natürlich diese Koppel gibt, wo die Kühe draufstehen. Da führt ein Weg dran vorbei, beziehungsweise natürlich auch irgendwo durch das Land, weil dem Grundbesitzer, dem Landwirt gehört natürlich da viel Land. Das ist aber ein öffentlicher Weg. Ja, das ist also ein nicht Weg, Privatweg von ihm, sondern das ist ein Wanderweg, der, und das muss man wissen, oftmals öffentlich ist auf der Alm, weil die Gemeinde verlangt von den Landwirten, dass sie mit ihrem Besitz an Land trotzdem die Leute da durchgehen lassen oder einen öffentlichen Weg schaffen, damit überhaupt Wanderregionen in dem Sinne entstehen können, weil wenn die ganzen Bauern ihre Wege sozusagen abschotten würden, also ihr ganzes Gelände abschotten würden, dann könntest du zumindest auf der Alm den ganzen Tourismus fast komplett vergessen im Wanderbereich. Die Frau hatte ihren Hund an einer Leine, die um die Hüfte befestigt war. Der Eingang zu dem Weg ist tatsächlich nicht so abgelegen, wie das vielleicht manchmal so vorkommt, sondern der war 200 Meter von einem Gasthaus, einem stark frequentierten Gasthaus. Ich weiß nicht, wem das gehört oder ob der Landwirt das beliefert. Auf jeden Fall war da ein stark frequentiertes Gasthaus vor dem Eingang in diesen Wanderweg. Und vor dem Eingang von diesem Wanderweg bzw. am stand auch nochmal ein Warnschild. Achtung, Kühe können aggressiv reagieren. Ich weiß nicht genau, wie das aussah. Ich habe davon kein Bild gefunden, aber es wird ein typisches Warnbild gewesen sein, wie man es kennt. Die Frau ist jetzt mit ihrem Hund an der Hüfte auf dem öffentlichen Weg gegangen. Der Hund hat sich laut Zeugenaussagen nicht daneben benommen. Das heißt, der Hund hat sich friedlich verhalten, so sind zumindest die Zeugenaussagen dazu. Und die Kuh ist irgendwann aggressiv, weil sie sich wahrscheinlich bedroht gefühlt hat, herangestürmt und hat die Frau am öffentlichen Weg totgetrampelt, weil sie auch nicht von dem Hund schnell losgekommen ist. Also sie hat es nicht geschafft, ihren Hund schnell loszumachen von alleine oder sich von der Leine loszumachen, sodass die Kuh immer bei ihr in der Nähe geblieben ist und sie schluss und letztendlich leider totgetreten hat. Daraufhin, wie gesagt, gab es den Richterspruch vorm Zivilgericht. Jetzt ungefähr viereinhalb Jahre später, knapp vier Jahre, wurde aber vorher als Anklage von der Staatsanwaltschaft zumindest freigesprochen. Das heißt, der Bauer hat keine Schuld in dem Sinne, dass er eine fahrlässige Tötung zu verantworten hätte. Aber vom Zivilgericht hat er auf jeden Fall eine Schuld, zumindest richterlich zugesprochen bekommen, dass er für den Schaden aufzukommen hätte, das Töten der Mutter sozusagen. Und über den Fall wird jetzt sehr viel diskutiert. Da ist auch sehr viel Emotion mit im Spiel, weil daraufhin hat der Bundesverband der Landwirte natürlich gesagt, ja, jetzt werden die Landwirte anfangen, ihre Wanderwege zu sperren, beziehungsweise sind ja nicht ihre Wanderwege, es sind ja öffentliche Wanderwege, aber sich weigern, die Maßnahme oder die Angabe zu verfolgen, dass sie
ihr Grundstück passierbar machen müssen für Wanderungen. Das ist der erste Punkt, über den viel diskutiert wird. Wird das jetzt passieren? Nein, wird es nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, denn wie gesagt, diese Anforderung, dass man, wenn man sehr viel Land besitzt, dass man da Wege auch mal durchschaffen muss, die bleibt nach wie vor bestehen. Und der Tourismus ist für die Alm unabdingbar. Der Tourismus bringt weit mehr Geld ein als die Landwirtschaft dort oben. Die Landwirtschaft ist sozusagen eigentlich nur ein Nebenprodukt. Das klingt jetzt erstmal komisch, ne, weil die Bauern, die schaffen ja was und die haben tausende Kühe teilweise. Das Problem ist, das ist nicht sehr ertragreich. Heutzutage Bodenertrag und Milch kostet fast nichts, weil so viel davon produziert wird, etc. etc. Das heißt, jemand, der in ein Gasthaus geht, wie da ja auch in der Nähe war, und dort einen Schnitzel bestellt, bringt der Region deutlich mehr Geld, als es jetzt ein Bauer tut in dem Sinne, durch Steuern zum Beispiel. Das heißt, auf dem Weg wird sich relativ wenig tun, bis gar nichts, aber natürlich werden Landwirte, die jetzt darum fürchten, verklagt werden zu können vom Zivilgericht, sich stärker dagegen stemmen, dass Wege, öffentliche Wege, durch ihr Land durchführen können. Da wird es natürlich politisch sehr viel Reibungsfläche in nächster Zeit geben. Rechtlich ist der Fall komplett klar, weil der Bauer hatte die Verantwortung für seine Tiere, dass die keinen Schaden anrichten beim Menschen. Weil es ja auf dem öffentlichen Weg war. Wäre die Frau auf die Almkoppel zum Beispiel raufgegangen, wäre das vielleicht eine andere Sache gewesen, aber es ist ja mit dem öffentlichen Weg und da hat er rechtlich gesehen, wir kommen später zu dem Moralischen und darüber diskutieren wir gleich noch, rechtlich gesehen hat er die Pflicht, dafür zu sorgen, dass keine Gefährdung von seinem Besitz ausgeht sozusagen. Du hast ja auch, wenn du Besitz hast, zum Beispiel die Verantwortung, deinen Weg zu streuen oder zu enteisen, damit da niemand stolpert und solche Geschichten und sich da verletzen kann. Das hast du auch. Jetzt wird gerne argumentiert, ja, aber da war doch ein Schild. Dann hat die Frau doch Schuld, weil der Landwirt hat ja ein Schild aufgestellt. Wie dumm ist denn die Frau? Also so wird das tatsächlich kommuniziert, finde ich ein bisschen schwierig, sie einfach dumm zu nennen in dem Sinne. Vor allen Dingen, weil ja nach Zaugenaussagen der Hund sich friedlich verhalten hat. Was übrigens noch eine wichtige Nebeninformation ist, anscheinend gab es kurz davor ein paar Wanderer, die über die Wiese rüber sind, beziehungsweise über den öffentlichen Weg. Und da haben Hunde, die die dabei hatten, die Kühe schon in Rage gebracht, schon aufgeregt sozusagen. Das heißt, die leidtragende Frau, die jetzt tot ist, ist gar nicht die aufgeregt hat, sondern das waren die davor. Denen kann man das natürlich aber auch nicht richtig vorwerfen, weil da ist ja nichts passiert und wie willst du das genau messen, dass die Kuh jetzt so sauer ist und dann wäre das passiert oder nicht, das kannst du auch nicht genau messen. Es geht also darum, das Schild hätte sie doch warnen müssen. Und ich sag vielen Leuten, die behaupten, da ist ein Schild und dann müsste man ja darauf aufpassen. Ja, darauf muss man dann aufpassen. Und es wurde auch vom Gericht angemerkt, dass sich die Frau ein bisschen fahrlässig verhalten hat. Aber ein Schild aufzustellen entbindet nicht von deiner eigenen Verantwortung, von Besitz. Das ist halt einfach so. Ich kann ja auch nicht in der Stadt zum Beispiel einen Zaun weglassen, wo mein Kampfhund oder Nicht-Kampfhund, ne, ich weiß, der Begriff Kampfhund ist immer ein bisschen schwierig, aber sagen wir, ein sehr aggressiver Hund drauf ist und ein Schild am Eingang oder während man vorbeikommt an meinem Besitzgrund aufstellen, Achtung, hier ist ein bissiger Hund. Und wenn dann jemand daran vorbeigeht, weil er vorbeigehen muss, weil da der Weg lang führt und der Hund fällt ihn an, dann kann ich auch nicht sagen, aber da stand doch ein Schild. So funktioniert das nicht. Man kann sich selbst nicht von Verantwortung freimachen, indem man irgendwo ein Schild aufstellt. Wenn das möglich wäre, hätten wir ein riesiges Problem, weil dann würde ja jeder überall Schilder einfach nur aufstellen und die Gefahr würde ja aber trotzdem bleiben. Das ist schwierig. Natürlich wird an dieser Stelle richtig angemerkt, dass der Bauer ja gezwungen wird, dort die Wege langführen zu lassen. Das hat für den rechtlichen Hintergrund da aber keine Relevanz. Natürlich kann man sagen, man findet das unfair. Ich kann auch sagen, dass ich Millionensubventionen an Landwirte unfair finde und dass die ihr Zeug außerhalb der EU exportieren und dort die Preise der Bauern, die dort ansässig sind, kaputt machen. Also das ist ein sehr moralisches Feld, wo jeder auch seine eigene Meinung hat, aber faktisch bleibt es nun mal so, dass er wusste, dass es ein öffentlicher Weg ist
auch wenn er dazu gezwungen wurde, wusste er, dass es ein öffentlicher Weg ist. Und er hätte die Verantwortung gehabt, für seinen Besitz zu sorgen, dass von seinem Besitz keine Gefahr ausgeht. Das ist halt einfach so. Wenn du Besitz hast, dann musst du dafür sorgen, dass von deinem Besitz keine Gefahr ausgeht. Was wird dann jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit passieren? Es wird erstmal eine sehr große Unsicherheit geben. Es wird eine gewisse Reibungsfläche geben. Und Schluss und letztendlich werden die Landwirte mit den Gemeinden irgendwie zu einer Übereinkunft dazu kommen und an einigen Stellen Zäune aufstellen müssen. Da kommt es natürlich darauf an, wer bezahlt dann wie viel, bezahlt dann die Gemeinde mehr oder bezahlt der Landwirt mehr oder teilt man sich das 50-50, aber auf jeden Fall werden früher oder später mehr Zäune aufgestellt werden müssen. Da wird gar kein Weg drum rumführen, weil da ist ein öffentlicher Weg. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann stellen wir keine Zäune auf und schließen die Wanderwege, aber das funktioniert nicht. Das habe ich ja schon gesagt, der Landwirt, der beschäftigt vielleicht 5 bis 10 Leute und bringt mit seinen Steuern nochmal 2, 3 Beamte durch. Aber der Tourismus bringt so viel Geld ein auf der Alm. Das meiste von dem Geld, was dort einfach liegt, ist durch Tourismus, dass mehr Menschen davon betroffen wären, auch Arbeitsplätze, das ist halt einfach so, wenn man die Wanderwege schließt, als wenn man versucht, eine Finanzierungsmöglichkeiten zu finden für Zäune. Das ist jetzt doof, dass es den Landwirt getroffen hat mit der Schadensersatzforderung als ersten sozusagen. Er ist übrigens in Berufung gegangen. Das heißt, die in Berufung sinken meist solche Zahlen nochmal ein bisschen, die er zu zahlen hat. Ich weiß übrigens nicht, ob das gerechtfertigt ist, diese Höhen. Ich kenne nicht die Aus- und Einkünfte von dem Landwirt. Es erscheint mir sehr viel, aber so viel würde ja auch nur angesetzt werden. Also über 100.000 als Einmalzahlung. Da muss er schon relativ viel Geld verdienen. Also das ist bestimmt kein kleiner Landwirt, der 5 Kühe hat oder so, sondern der ist schon dick im Business sozusagen. Sonst würde man ihm nicht so eine Strafe auferlegen. Das ist einfach so. Und im Endeffekt würden sich dann die Gemeinden und die Bauern oder die Landwirte einigen. Aber die Landwirte werden den Kürzeren ziehen, weil sie besitzen zwar die meiste Fläche dort vor Ort, sie sind aber nicht die stärkste Wirtschaftskraft. Das ist einfach so. Der Tourismus ist mehr Wirtschaftskraft als die Landwirte vor Ort mit ihrer Milchproduktion. Was heißt denn das eigentlich für uns Wanderer im Endeffekt? Das heißt, wir sollten uns einigermaßen verantwortungsvoll verhalten. Wir sollten um die Gefahren wissen. Wir sollten damit umgehen können, um nicht schadhaft zu werden sozusagen. Das ist einfach so. Wenn ich mit meinem Hund hier unterwegs bin, und ich sehe, da ist eine Kuhweide und die hat vielleicht gerade gekalbt, also da steht ein junges Kalb daneben und vielleicht wirkt die sogar ein bisschen unruhig, dann muss ich mir darum Gedanken machen natürlich, dass ich vielleicht drumherum gehe. Ja, dann geht das einfach nicht anders. Dann muss ich diesen Umweg sozusagen nehmen oder ich muss eine Stunde da warten, Brotzeit machen, um abzuwarten, bis die Kühe vielleicht ein bisschen weiter weggehen oder entspannter werden etc. etc. Natürlich heißt das aber auch, dass die Koppeln an stark frequentierten Wanderwegen, die öffentlich sind, natürlich Zäune bekommen werden oder zumindest kleine Abschirmungen, dass eine Kuh nicht einfach aus 100 Metern auf einmal heranstürmt, um mich tot zu trampeln, je nachdem. Ihr seht schon, es ist ein riesiges Feld. Rechtlich gibt es da relativ wenig zu diskutieren, auch meiner Meinung nach. Moralisch kann man sich da sehr viel drüber streiten, bin ich ganz ehrlich. Aber auch was die Sachzwänge angeht, ist es logisch, weil ich habe die Sachzwänge ja gerade dargestellt. Sachzwang in unserem Land ist immer Geld. Ob man das gut findet, ist eine andere Sache, aber es ist im Endeffekt immer Geld. Das heißt, wenn die Bauern ihre Wanderwege sperren würden, würde die Wirtschaftskraft verlieren dort oben in der Alm. Der Tourismus würde einbrechen und dadurch sind deutlich mehr Menschen negativ betroffen, als wenn der Landwirt weg ist. Also kann der Landwirt nur einen Kompromiss aushandeln, ansonsten muss er gehen. Dass wir alle untereinander klären müssen, wenn wir zum Beispiel in einer Gemeinschaft leben, wie wollen wir mit bestimmten Sachen umgehen. Und natürlich kann es nicht sein, auch wenn ihm das Land da gehört, also viel von dem Land, dass er sozusagen als einziger mit vielleicht noch 5 bis 10 Angestellten 200, 300 anderen Menschen Vorschriften macht und sozusagen seine Macht ausnutzt, um alles über sie rüberzustülpen. Demokratie ist immer noch Mehrheit und das ist halt so.
Jetzt habe ich sehr viel geredet, jetzt bist du aber dran. Schreib mir gern unten in die Kommentare, was du von dem ganzen Fall hältst. Sowohl rechtlich als auch sachzwangmäßig als auch moralisch betrachtet. Denn das sind drei verschiedene Dinge, die da zusammenkommen bei diesem Fall. Deshalb wird er ja gerne so diskutiert. Und ich wollte dazu einfach mal meine Meinung kundtun. Die ist relativ, denke ich, habe ich ganz gut dargelegt. Ansonsten einfach gerne unten in den Kommentaren diskutieren. Da wird bestimmt einiges entstehen. Meine Freunde, es wird langsam dunkel und kühl. Übrigens, einmal ganz kurz eingeschoben, bei der letzten Bushcraft-Tour, da hatten wir ja schon irgendwo bei 13, 15 Grad, ja, je nachdem, wo man stand, wie viel Wind war und so weiter und so fort. Und jetzt gerade haben wir knapp 3 Grad. Hier oben im Norden ist mal wieder, also ich kann es nicht anders sagen, aber konstant alles an Wetter. Es gibt keine Schwankungen, es ist super. Nein, natürlich haben wir hier oben die ganze Zeit Wetterschwankungen. Heute regnet es. Gott sei Dank nicht. Ich finde es gerade ein bisschen angenehmer ohne Regen, vor allen Dingen, wenn es so kalt ist. Wir hatten viel Regen in letzter Zeit, deshalb möchte ich jetzt mal wieder ein bisschen gutes Wetter haben. Und solange es zumindest regenfrei ist, ist es mir egal, ob es 15 oder 5 Grad ist, weil dann kann man sich auch einfach dicker anziehen, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, und dann ist das alles kein Problem. Hat mich gefreut, dass du wieder mit dabei warst auf der kleinen Tour. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken, kleine Bushcraft-Touren etc. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und unten in der Videobeschreibung findest du wieder allen möglichen Stuss und Schwachsinn. Ja? Nein, natürlich super Sachen. Also Playlists mit verschiedenen Videos und Themen, wo du dich durchklicken kannst, falls du mehr sehen willst. Eine Ausrüstungsliste mit meiner Lieblingsausrüstung. Nicht mehr eine Liste mit aller Ausrüstung. Dafür ist sie mittlerweile viel zu groß geworden. Social Media etc. Schau es dir an, da gibt es immer was zu sehen. Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.